Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den 11 und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftige das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Gelobt sei Jesus Christus. Schön, dass Sie auch an diesem heutigen Tag, dem 13. Mai, diesen kleinen Impuls betrachten. Die Maler des späten Mittelalters sind mit dem Bericht von der Himmelfahrt Jesu alles andere als vorsichtig umgegangen. Sie wussten offenbar genau, was es ist. Christus gen Himmel gefahren. Auf ihren Bildern ist der in den Himmel entschwindende Jesus zu sehen, oder besser gesagt, meist ragen nur noch seine beiden Füße und der Saum seines Gewandes aus der Wolke am oberen Bildrand. Unter ihm ein kleiner Hügel, auf dem sich zwei leuchtende Fußabdrücke deutlich vom dunklen Erdreich abheben. Rings um den Hügel stehen Maria und die Jünger und starren, ja fast verständnislos, nach oben. Am rechten und linken Bildrand stehen die beiden Männer in weißen Gewändern und tragen Spruchbänder in ihren Händen. Darauf ist in lateinischer Sprache zu lesen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Diese Bilder des späten Mittelalters wirken auf den ersten Blick schlicht und kindlich, aber sie sind alles andere als ungefährlich. Bei längerer Betrachtung lässt sich in diesen alten Bildern von den Fußabdrücken Jesu nämlich eine tiefere Dimension entdecken. Da verlieren sie ihre Naivität und helfen uns, das Fest Christi Himmelfahrt, das wir heute begehen, richtig zu feiern. Denn sie geben zwei wichtige Impulse für unser Christsein heute. Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Diese Frage konnte man ergänzen: Warum schaut ihr nicht auf die Eindrücke, die Jesus hier in unserer Welt hinterlassen hat? Sucht seine Spuren doch hier auf dieser Erde. Sucht seine Spuren in den Geschichten, die er erzählt hat. In der Geschichte, die er so entscheidend geprägt hat. Wenn ihr die Evangelien lest oder hört, dann spürt ihr doch etwas von seinem Geist, von seinen Ideen, von seinen Hoffnungen und Träumen. Dann ahnt ihr doch, wie sich gerechtes und gütiges, gültiges Leben vorgestellt hat. Dann werdet ihr hineingezogen in seine Vision von der neuen Welt Gottes, die er in immer neuen Farben auch ausgemalt hat. Dann entdeckt ihr doch, wofür er gelebt und gekämpft hat, wofür er gestorben ist, wofür er uns Menschen die Augen öffnen wollte. Sucht seine Spuren in dem Opfermahl, das ihr zu seinem Gedächtnis feiert. Wenn ihr Brot und Wein auf den Altar stellt, dann steht euch in diesen Zeichen sein Leben vor Augen, sein Dienst und seine Hingabe, sein sich verzehren lassen von aller Menschennot, wie es in einem Kirchenlied heißt. Dann spürt ihr, welche stärkende Kraft von ihm ausgeht. Dann erlebt ihr, wie die Gemeinschaft um seinen Altar auch heute noch Mut macht und trägt. Sucht seine Spuren in den Menschen, denen ihr begegnet. Wenn ihr sie mit ihren Fragen und Hoffnungen, mit ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmt, wenn ihr sie offen und interessiert anschaut, dann entdeckt ihr in ihren Gesichtern den Fragenden, den Bittenden, den Herausfordernden Jesus, der gesagt hat: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Schaut nicht hinauf, lautet der eine Impuls der alten Himmelfahrtsbilder. Sucht seine Spuren auf dieser Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein, lautet der andere Impuls. Oder im Sinn der alten Himmelfahrtsbilder, tretet in seine Fußstapfen, erzählt seine Geschichten weiter und trefft euch, um sie zu besprechen und immer besser zu verstehen. Werdet erfinderisch und überlegt, wie ihr auch andere für seine Worte und für seine Ideen begeistern könnt. Tretet in seine Fußstapfen und ladet Leute ein um seinen Tisch. Werdet eine einladende Gemeinschaft, in der anderen aufgeht, hier finden wir etwas, das unseren Lebenshunger und Lebensdurst wirklich stillt. Hier erleben wir, wie das Teilen von Brot und Wein verbindet. Tretet in seine Fußstapfen und geht wie er zu den Menschen. Macht Mut, helft mit, dass sie aufatmen und befreit lachen können, dass sie ein Ansehen haben und menschenwürdig leben können. Zu Christi Himmelfahrt feiern wir, dass Christus über allem und in allem ist. Und die alten Bilder mit den großen Fußabdrücken Jesu können uns helfen, ihn immer mehr als den Herrn allen Lebens zu erkennen, wenn wir hier auf der Erde seine Spuren suchen und in seine Fußstapfen treten. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen gesegneten Feiertag. Gelobt sei Jesus Christus.